Willkommen zur letzten Runde mit unserem wunderschönen Kampfteam um Proto Growden EX, Mega Lucario EX, beziehungsweise, ja, ich denke, es ist offensichtlich, dass dann die anderen auch dabei sind. Rokara und Rokara Turbo. Und ja, wir stehen momentan statistikmäßig 3 zu 1. Wir haben 3 Siege, eine Niederlage erlitten. Wobei man sagen muss, ja, eine Niederlage war sehr glücksbasierend auf dem Gegner, ja. Also, das hätten wir sogar taktisch so clever noch gewinnen können, ne? Da ist mein Mind so krass bumm explodiert. Ich dachte, ich wäre Jimmy Neutron, ne? Und dachte mir auch, denk nach. Ich glaube, das hat er immer denk nach gesagt. Ich glaube schon, ne? Der gute alte Jimbo. Kennt ihr das Meme? Oh, das Meme ist super. Ich mag das. Kann man das Meme nennen? Mit Jimbos. Ich wollte schon Jimbos Vater sagen von Jimmy Neutron. Der Vater, der sagt ja immer zu Jimmy, Jimbo! Ich hoffe, ich erinnere mich richtig. Ich glaube schon. Der Hund von Jimmy Neutron war übrigens immer super. Das war ja so ein, ich habe keine Ahnung, so ein Roboterhund, der so Leuchten in seinem Kopf hatte und das Leuchten war schon ziemlich krass. Und der Hund war allgemein relativ krass, ich glaube. Erster Sieg des Tages! Hey! Gut, ja. Ich muss zugeben, bei solchen Siegen ist es für... Er hat einen Vorteil, finde ich nicht gut. Bei solchen Siegen ist es für mich immer ein bisschen fragwürdig, ob ich die jetzt in die Statistik mit einbeziehen soll oder nicht, weil... Also, in dem Kampf... haben wir halt wirklich nichts gemacht, literarisch nichts, aber wir gehen jetzt einfach mal hier voll in die Statistik rein, weil ich das nicht weiß und haben hier ein 4 zu 1 und das ist eigentlich nicht schlecht. Ich werde das mit den Statistiken auch eigentlich durchziehen, weil es ist eigentlich ganz cool, fällt mir auf, so eine Statistik immer zu haben, mit welchem Deck wir am meisten gewonnen haben, welches momentan am stärksten ist. Ich meine, die meisten sind noch nicht perfekt, weil ich einfach noch nicht die Mittel dazu habe. Das immer ein bisschen schwierig ist. Oh. Ich würde sagen Lucario. Ich meine, das Ding ist... Ja, ist immer schwierig, ne? Ich wünschte, ich hätte mehr Darkrai GX. Ich meine, ich muss zugeben, ich hatte verdammt viel Glück, denn ich habe 3 Darkrai GX gezogen, einfach aus den Booster Packs. Ne, ich glaube, einen habe ich sogar... Ich glaube, ein oder zwei habe ich ertauscht. Für... Ich glaube, für einen Kapuriki GX, weil ich es in dem Moment nicht gebraucht habe und Darkrai GX doch... Ein Ticken cooler, aber weil du kannst, wenn du tauschen willst und ein Darkrai GX hast und es nicht unbedingt brauchst, benutzt das. Du kriegst Gefühl. Also, Menschen geben ihr letztes Hemd für Darkrai GX und Kapuriki GX meistens aus. Das ist echt unglaublich. Weil die wollen es alle haben. Alle wollen es haben. Okay, wir haben jetzt mehr KP. Nee, wir sind ja kein Entwicklungsmann. Ich wollte gerade sagen, haben wir jetzt mehr KP? Nein. Nee, dann kriegst du auch nicht mehr KP. Nee, finde ich nicht okay. Nee, ist nicht richtig. So, wie sie flinke gerade. Bam! Schaden gestiegen. Sehr schön. Und er spielt interessanterweise Max-Axe. Ich habe noch nie in meinem Leben Max-Axe gesehen, wie es eingesetzt wurde. Deshalb bin ich... Ich muss sagen, ich bin ein bisschen interessiert. Oh. Sonderbonbon ist nicht gut für mich. Die Frage ist, welches entwickelt er jetzt? Das oberste. Was ist denn das für ein Max-Axe? Drachentanz. Solange Max-Axe sein aktives Pokémon ist, fügt er seinen Angriff 100 weitere Schadenspunkte zu. Du kannst so... Achso, du kannst nicht mehr als 100 machen. Ach, das kann mit einer Energie 60 Schaden machen und mit zwei Energien mal spontan 130. Ah, natürlich. Sicher. Mhm. Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Einfach mal spontan 100 Schaden mehr machen. Ist okay. Warte mal, du kannst so nicht mehr als 100 Schadenspunkte hinzu. Ich verstehe das nicht ganz, muss ich gerade gestehen. Ich verstehe gerade nicht ganz, wie das funktioniert, aber naja. Was meint er jetzt mit... Meint er jetzt, er kann nicht mehr als 100 machen? Das heißt, er kann mit einer... Also er kann mit scharfe Fänge dann 100 machen? Wobei er halt die Doppelenergie... Warum hat er eigentlich nicht angegriffen? Oder kann er jetzt mit Drachenpuls 230 machen? Was ist denn das für ein geiles Max-Axe? Noch ein Sonderbonbon. Oh, noch ein Sonderbonbon. Oh, nein, 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 nein. Natürlich nochmal dasselbe. War eigentlich klar. Tatsache. Er macht plus 100. Was ist das für eine OP-Karte? Warum habe ich die? Ich will die auch haben. Was ein Betrug. Was ein Betrug. Warum habe ich das jetzt eigentlich daran angelegt? Das bringt. Ich glaube, ich krieg den nicht mehr weg. Warum habe ich das jetzt an meinen Rokara angelegt? Ich hätte das an Groudon anlegen müssen.
Oh, bin ich dumm. Oh Mann, ey. Ich mach's mir aber auch selber kaputt, ne? Weil dann hätten wir schon zwei Energien, hätten mit Reisklau ihm seine Kack-Doppelenergie da wegmachen können. Dann wäre alles besser. Jetzt setzt er halt einfach Drachenpuls ein und rotzt mich weg. Ja. Oder scharfe Fäng. Warte, der will mir jetzt aber nicht erzählen, dass wenn er einmal Drachentanz eingesetzt hat, er für immer diesen Boost bekommt. Will der mich verarschen? Was ist denn das für eine Karte? Was? Okay, wir wurden so schnell weggerotzt wie noch nie. Hilfe. Okay, damit steht jetzt die Ta Statistik 4 zu 2. Ich muss aber gestehen, dieses Maxax hat mich gerade komplett überrumpelt. Aber komplett. Und ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. So ein ich habe halt noch nie in meinem Leben so ein Maxax gesehen, ne? Und dann macht er einfach einmal Drachentanz, ne? Einmal eine Doppeldrachenenergie und das Ding rotzt alles weg. Das Ding macht halt mit einer Energie, kann das ab dem zweiten Zug 160 Schaden machen. Das ist fast jede Turbokarte und ich glaube sogar ein paar EX-Karten. Das ist. Nee, das ist zu krass. Nee. Nee, das ist mir zu krass. Das finde ich nicht gut. Das gefällt mir nicht. Nee. Gefällt mir einfach nicht. Nee, nee, nee. Finde ich nicht gut. Nee. Sehe ich auch nicht ein. Wie viel KP hatten die denn? 70 oder 79? Okay, und hat eine Schwäche. Sehr schön. Nee. Nee. Warte, was läuft denn mit dem. Was zum Teufel? Was war denn das jetzt? So, schmeiß mal noch eine ab, damit wir nochmal zwei Karten ziehen können. Ich sehe schon, wir ziehen nichts Nützliches, aber solange wir jetzt einfach alles besiegen, ist das auch okay. Energie zu gewinnen, super. Das bringt mir jetzt sehr viel. Könnten wir bitte, ist eigentlich egal, irgendeine EX-Karte haben, die ich pushen kann und dann. Okay, es ist das normale Raichu, alles ist gut. Ich hatte kurz Angst, dass jetzt nämlich das Raichu GX kommt, denn das hätte mir ein bisschen viel Angst gemacht. So, wir kriegen. Warum können wir denn auch mal. Können wir nicht einfach mal was Nützliches ziehen? Ich meine, wir können die abgelegten Karten jetzt quasi wiederholen, was ganz geil ist. Und können nochmal zwei Karten ziehen. Wo wir jetzt vielleicht mal. Ja, okay. Immerhin den Kampfgeistgürtel können wir dranlegen. Damit dürften wir das Raichu jetzt ziemlich rausnehmen. Rokara, my boy! Geht ab. Wie Schmitzkatze? Irgendwie gab es doch da sowas. Ich weiß aber nicht mehr genau was. Ich sehe schon, der kommt. Der wird irgendwie gerade nicht mit seinem Deck warm. Ich weiß auch nicht genau, was das für ein Deck ist. Frozer 1. High Frozer 1. Digga, eine beliebige Stadionkarte im Spiel auf den Ablauf. Ja, natürlich. Natürlich. Natürlich hat er so einen Schwachsinn. Warum sollte er es denn auch nicht haben? Komm, wir entwickeln mal unser Rokara. Ah, natürlich. Natürlich kann ich es jetzt nicht entwickeln. Weil ich wollte nämlich so eine Energie ablegen, dass ich dann. Nein, nicht. Ich möchte das aktivieren. Damit ich auf der Bank mal was Nützliches habe, aber. Was Nützliches? Bitte, bitte. Warum sollte ich denn mal was Nützliches auf die Bank bekommen? Warum denn auch? Ist ja überbewertet. Oh, feine. Was soll denn der Kack? Ist schon scheiße, finde ich, ne? Es nervt mich jetzt ein bisschen, aber naja. Aber naja. Ist okay, sagen wir es so. Damit kann ich jetzt einigermaßen leben. Ja, ein guter Sieg. Damit müssten wir jetzt eigentlich 5 zu 2, meine ich, stehen, ne? An der Siegesserie. Was heißt Siegesserie an der Statistik? Wir haben jetzt zweimal gewonnen, weil der Gegner aufgegeben hat. Wobei der letzte Gegner auch wieder sehr random war. Ich weiß nicht. Also, sein Team muss ja eigentlich um Raichu GX aufgebaut gewesen sein, weil. Um was bitte sonst? Schon wieder Rokara nur. Aber das war ja gerade ein gutes Omen, dass, wenn Rokara nur auf der Hand ist, dass Rokara das dann macht, aber. Ah, ob das auch wieder so sein wird, weiß ich nicht. Wir können immerhin mit dem Hyperball gleich mal Rokara Turbo wieder aufs Feld bringen. Hoffentlich. Oh, Katie, du machst nichts gegen uns, dank Bodyguard. Oh, ist das schön.
Mei, das finde ich jetzt schee. Das freut mich. Ja, super. Stimmische See. Gut, stimmische See muss ich sagen, geht. Raue See, Entschuldigung. Das hieß nicht Stimmen? Ich dachte immer, das hieß stürmische See. Was machst du da? Du in der Nacht bis zu drei Karten, lege sie auf deinen Ablagestapel. Oh. Der macht die Yu-Gi-Oh! Strat, bevor er seine Karten auf dem Ablagestapel, die er haben möchte. Um sie danach zu holen. Was ist denn das da? Hochwertige Energie zu gewinnen. Aha. Okay, macht. Warte mal, warum ist da ein Owei? Immer wenn sich in diesem befindet, dieses Pokémon auf deine Hand nehmen. Okay, dann kannst du Owei auf die Hand. Aber warum Owei? Hä? Ich muss gestehen, ich verstehe den Sinn hinter Owei nicht ganz, aber okay. Ich verstehe den Sinn nicht wirklich, aber. Ja, hol dir so viele EX-Karten, wie du möchtest. Das ist okay. Ich kann damit leben, muss ich gestehen, ne? Ich kann damit sehr gut leben. Wir legen mal unsere zwei Energien auf den Ablagestapel. So. Bitte, Rokara Turbo, sei da. Wundervoll. Damit können wir schon mal Schaden machen. Das Problem ist die raue See da. Oh, wir können noch kein. Oh, wir können noch nicht. Ja, gut. Wir können nicht entwickeln. Hups. Aber er kann halt sein Keldeo pushen, wie er möchte. Er kann mich halt nicht besiegen, ne? Solange er ja nicht sein normales Turtok oder Pokowai, warum auch immer das in dem Deck drin ist, holt, kann er halt wirklich nichts machen. Also literarisch nichts machen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen traurig, weil es gab mal dieses Keldeo hier zu gewinnen, quasi immer, wenn man da so. Wie nennt man das jetzt? Wenn man da bei diesem unteren Spalte, diese Gewinnspalte, wenn du einfach immer Kämpfe machst und dadurch immer Punkte bekommst, da. Was ist das schon wieder für eine Kackhand? Was ist denn das schon wieder für eine Kackhand? Oh, toll, noch ein Rockara, Mensch. Das ist das, was ich gebraucht habe, ja. Da konnte man nämlich mal Keldeo gewinnen. Und Keldeo ist eine ziemlich gute Karte, vor allem weil es Hineinstürmen als Fähigkeit hat. Sodass es einfach einmal zack reingehen kann und das tatsächlich relativ gut ist. Ich bin. Och, nicht schon wieder. Oh, das heißt, wir machen kontinuierlich 10 Schadenspunkte. Geil. Geil. Genau das ist das, was ich tun möchte. Also ich hoffe, wir ziehen Groudon EX, weil Protogroudons Gaia-Vulkan macht nämlich 200 Schaden, wenn eine Stadionkarte im Spiel ist und boxt die dann einfach auf den Friedhof. Und das kann ein Vorteil und ein Nachteil sein. Also ich boxe halt meine eigenen natürlich auch weg, aber dafür mache ich 200 Schaden und rotze eigentlich alles. Fast auch jede GX-Karte, weil. Was heißt fast jede? Also sowas wie Raichu GX hat, glaube ich, genau 200. Darkrai hat 180. Also diese Basis-GX-Karten haben, glaube ich, nicht mehr als 200. Und die normalen EX-Karten, also keine Mega-Entwicklungen, haben auch nicht mehr als 2. Ich glaube, das höchste ist Zygarde Complete mit. Bitte was? Ach so. Ach, natürlich. Adrians Ass im Ärmel. Und ziehe, du kannst sie, wenn es die letzte Karte auf deiner Hand ist. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Aber Adrians Ass im Ärmel ist tatsächlich ziemlich cool. Oh, und dann auch noch. Das Schöne ist, bis jetzt kann mich nur Turtok besiegen. Bis jetzt kann mich nichts anderes besiegen, außer dieses Turtok da. Das war's. Das heißt, er muss eigentlich Turtok hochpushen, weil der Rest macht nichts gegen Rokara. Ich habe die Vermutung, er wird das hier entweder gewinnen. Er kann nur noch 15 Karten ziehen. Er wird das nicht gewinnen. Ich wollte gerade sagen, indem ich zu wenig Karten ziehe. Oder, na, schade. Indem ich ein Team Flare rüppe, okay. Den können wir tatsächlich ganz gut gebrauchen, wenn er mir mit Dings auf die Nerven geht. Mit Turtok auf die Nerven gehen möchte. Bis jetzt mache ich halt kontinuierlich 10 Schadenspunkte und. Puh, das kann jetzt doch noch eine Weile dauern. Weil das ist halt ein Geschenk der Sieg, ganz ehrlich. Er kommt nicht an Rokara Turbo vorbei. Er muss, wenn dann, eigentlich sein Turtok pushen. Aber wir machen effektiv 10 Schadenspunkte. Er gewinnt das halt mit, glaube ich, keiner Karte.
Wir müssen, glaube ich, momentan darauf setzen, dass er irgendwie nichts. Dass er einfach seine Karten verliert aus seinem Deck. Also er kann auch 13 Karten ziehen. Das heißt, 13 Runden geht das hier auf jeden Fall noch. Das ist eigentlich komplett okay. Ich weiß nicht, was das Owei da zu suchen hat, aber wir haben eine Pflanzenschwäche, was ich ein bisschen doof finde. Ach so, er nutzt das immer um. Oh, jetzt kann er. Oh, das ist eine coole Strat. Er kann immer wieder Owei hochholen und das dann. Warte, was macht Sinnflut? Beliebig aufwärmen des Zuges kannst du eine Waffe von deiner Hand an. Ach du meine Fresse. Ach du Kacke. Der gewinnt das sogar wirklich. Was ist denn das wieder für eine geile Taktik? Also so verliere ich dann gerne, ne? Wenn ich so eine richtig krasse Strat sehe, wo ich mir denke, boah, die möchtest du auch fahren. Das ist wirklich, wirklich cool. Aber macht er jetzt 100 Schaden, oder? Ja. Das heißt, wir überleben das sogar noch, was eigentlich ganz schön ist. Aber wir machen halt wieder effektiv keinen Schaden, ne? Moment, will ich heilen oder will ich... Ich muss versuchen, ihm irgendwie die Energien abzuziehen. Vielleicht kann ich das noch... Ich kann das halt vielleicht noch gewinnen, wenn hier er nichts mehr ziehen kann. Und darauf arbeite ich gerade. Ja, natürlich hat er das. Ich müsste halt mal ein Groudon EX oder irgendwie sowas ziehen, ne? Es wäre halt auch mal ganz nett, wenn ich da... Ja, das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz gut. Wobei das Problem ist, dass ich leider... Ja. Ach komm, bitte. Also jetzt wird es langsam ein bisschen lächerlich, muss ich gestehen, ne? Jetzt wird es langsam lächerlich. Sinnflut, ja... Noch mehr Energien. Aber warum weiter an Turtok? Ja, ist mir egal, mach mal. Ich weiß nicht, ob wir das noch drehen können. Ich sehe gerade auch noch nicht, wie wir das drehen können. Zumal wir relativ viele Energien jetzt, glaube ich, im Ablauf. Ja, wir haben nur 3, okay. Okay. Wir ziehen den Hyperball ausnahmsweise mal was Nützliches. Wusste gar nicht, dass das überhaupt noch funktioniert bei mir. Die Frage ist, was holen wir uns jetzt? Und welche zwei Karten legen wir ab? Ich würde einmal... Ja, können wir eigentlich nicht machen. Ja. Mit Flordelis können wir uns halt noch Zeit gewinnen. Ja, komm. Mit Flordelis können wir uns noch Zeit gewinnen. Das heißt, wir holen jetzt Groudon EX. Und beginnen, die Energien daran anzulegen. So. Ob wir jetzt Schaden machen oder nicht, ist relativ egal. Rokara wird down gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir das noch gewinnen. Aber wie gesagt, wir müssen ja Zeit. Wir müssen ja nur die 7 Karten von ihm wegkriegen, quasi. Meine Ausrüstung. Hä? Ach, eine Stadionkarte kriegst du. Ja, das ist eigentlich okay. Das ist nicht so schlimm. Wichtiger ist, dass er keine Karten mehr ziehen kann. Das ist das Wichtigste. Was hatten die höchsten Rückzugskosten. Das Problem ist, Kaido hat halt Hineinstimmen. Das heißt, Kaido kann hier immer reinkommen. Kaido kann immer reinkommen und mir fett auf die Eier gehen. Aber richtig krass. Okay, wir kriegen jetzt ein paar Energien auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wollen wir Zeit gewinnen oder wollen wir angreifen? Aber wen greifen wir dann an? Ja, der hat einen Kieselstein, hat einen Kieselstein. Ja, komm. Wir holen mal Jirachi aufs Feld, okay. Ich denke, das sollte ganz okay sein. Reißklaue, zack, bam. Zahl ist egal. Ich glaube nicht, dass er noch Wasserenergien hat. Also ich hoffe, ja, wobei, 8. Normalerweise hat man so um die 10 Stück, glaube ich, immer drin. Ja, dann kann er jetzt Hineinstürmen machen. Er hat noch einen Kaidior. Das ist ein ziemlich gutes Deck, auch wenn ich das Jirachi darin... wahrscheinlich was... Wenn dieses Punkt von der Hand spielst, kannst du dein Deck nach einer... Okay, ja, macht wieder Sinn. Wenn man nach einer Unterstützungskarte suchen kann, dann macht das auch wieder Sinn. Aber er kann mich halt immer noch nicht rausnehmen, ne? Das macht 110, das ist noch okay. Das ist tatsächlich noch voll im Rahmen. Mit Professor Platan können wir vielleicht noch eine Karte ziehen, die noch ein bisschen durchhält. Im besten Fall halt... Protogrouten und womit wir dann den ganzen Schaden heilen können. Das wäre tatsächlich etwas, wo ich sagen könnte, okay, das könnte uns retten. Aber 6 Karten ziehen ist leider zu viel.
Das ist leider zu viel. Ja, hineinstimmen war klar. Du machst jetzt 150 Schaden. Das heißt, es reicht schon mal nicht aus. Immerhin etwas. Es reicht nicht aus. Das ist eigentlich ganz gut. So. Wir ziehen einen Lucario. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine Karte, die noch ein bisschen überlebt. Und wir ziehen jetzt erstmal 7. Aber natürlich haben wir das Glück. Und es ist nicht das dabei, was ich gebraucht hätte. Ja, 240 überleben wir halt nicht mehr, ne? Also wir können halt jetzt nochmal angreifen mit riesiger Riss. Wir hätten zurück... Warum ziehe ich nicht zurück? Zurückziehen wäre es jetzt gewesen. Dann wäre ich nämlich wieder in Keldeo gegangen. In Rokara gegangen. Verdammt, jetzt habe ich wieder eine Runde verschwendet. Weil wir gewinnen das, glaube ich, noch. Wir gewinnen das, glaube ich, noch. Wobei, nein, tun wir nicht. Er hat ja den Kiesel... Ja, er zieht halt dann einfach zurück. Mit seinem Ding da. Ah, es ist alles kacke. Es ist alles kacke gerade. Wobei. Nee, das glaube ich kriegt. Nee, das kriegen wir glaube ich nicht mehr. Ich meine, wir können jetzt noch hier Mega entwickeln. Das ist halt ganz nice. Dann wird er mich im nächsten Zug halt einfach. Er wird halt zurückziehen, in sein Dings da gehen. Ja, das gewinnen wir nicht mehr. Ja, jetzt erst recht nicht. Jetzt erst recht nicht. Jetzt können wir das. 4. Ja, er macht ein Mystoschwert nochmal Fett Damage. War klar. Wir müssen Energie dranlegen. Zurückziehen. Hier reingehen. Vielleicht können wir irgendwie nochmal Heilung bekommen. Das wäre jetzt tatsächlich noch relativ wichtig. Flordelis plus Heilung. Plus 2 Top-Elikt. Okay, das ist eigentlich ziemlich gut. Er setzt Herz ein. Hat er vielleicht noch einen Flordelis in der Hand? Er hat halt 6 Karten. Nee, jetzt gewinnen wir, glaube ich, nicht. Nach bis zu 3 Karten und lege sie auf. Okay, er hat nur einen abgelegt. Was für eine Unterstützungskarte holt er sich jetzt? Ja. Okay, das war's. Jetzt setzt er nämlich Flordelis ein. Ja, ja. Das war's. GG auf jeden Fall. Ich hätte nie gedacht, dass man seinen Turtok so einsetzen kann. Damit hätte ich nicht gerechnet. War aber ein sehr schöner Kampf, muss ich sagen. Ich würde sagen, damit ist jetzt die Statistik, ich glaube, bei 5-3. Ist okay. Aber wir wurden halt jetzt zweimal wirklich gerade von einem Maxax krass überrascht und auch von der Turtok-Thread überrascht, muss ich sagen. Die. Ja. Vielleicht hätte ich Groudon einmal früher zurückziehen sollen. Ich weiß es nicht. Wir sehen uns aber auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.